Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, willkommen zurück auf OE24TV und mir zugeschaltet ist jetzt der Wiener Finanzstadtrat Peter Hanke aus dem Wiener Rathaus via Skype. Grüß Gott, Herr Stadtrat. Grüß Gott aus dem Wiener Rathaus. Herr Stadtrat, jetzt muss man sagen, diese Corona-Krise trifft uns ja nicht nur gesundheitlich momentan schwer, sie trifft uns auch wirtschaftlich schwer und das nicht nur österreichweit, sondern auch natürlich in Wien in der Bundeshauptstadt. Wie schätzen denn Sie die Situation ein? Es ist eine einzigartige Situation, die wir so noch nie gesehen haben und die uns alle herausfordert. Und es wird wichtig sein, dass sowohl die Bundeseinrichtungen als auch wir Länder hier sehr eng zusammen an einem gemeinsamen Modell arbeiten, um diese schwierigen Tage und Wochen für die Wiener Wirtschaft und für die Wienerinnen und Wiener erträglich zu gestalten und vor allem aber auch eins zu tun, an dem Bild arbeiten der Wiederöffnung des Shutdowns, um hier auch ein Zeichen für die Zukunft zu geben. Jetzt ist natürlich, muss man sagen, für ganz, ganz viele Menschen derzeit auch ein Thema, wie lange dauern diese Maßnahmen. Man hört immer mehr Stimmen aus der Wirtschaft, die sagen, wir halten diesen Shutdown nicht länger durch. Allein heute sind einige Wirtschaftsforscher aufgetreten und haben gesagt, maximal bis April geht das noch. Wie sehen denn Sie das? Wann muss es zu diesem Shutdown kommen? Ich glaube, es ist klar ausgesprochen, es gibt bis Ende der Osterwoche ein Stillhalten. Es ist aber dann mit Sicherheit notwendig, im Sinne der Wiener Wirtschaft auch ein strukturiertes, wenn auch in kleinen Schritten, wieder Normalisieren der Wirtschaftsbetriebe und Bereiche anzustreben. Und hier wird man sicher die ersten Schritte zu setzen haben. Das heißt, Sie wünschen sich einen Shutdown am Dienstag nach dem Ostermontag? Ich glaube, es wäre wünschenswert, wenn wir hier in kleinen Schritten nach vorne kommen und die Betriebe wieder zur Normalität führen dürfen. Sind die Maßnahmen Ihrer Meinung nach zu hart, diese kompletten Geschäfts- und Lokalschließungen? Ich glaube, es steht im Mittelpunkt die Gesundheit. Die Gesundheit von uns allen ist wohl das wichtigste Gut und so gesehen ist diese Phase in der Form voll nachvollziehbar und wird von uns in den Ländern voll mitgetragen. Es ist aber genauso wichtig, an diesem Bild von morgen und übermorgen zu arbeiten und wir wissen aus vielen, vielen Gesprächen mit Unternehmungen, dass hier wirklich es wichtig ist, auch wieder in die Normalität zurückzufinden. Und deshalb diese Bitte auch hier schrittweise nach Ostern wieder weiterzukommen. Jetzt hat die Stadt Wien ein großes Hilfspaket heute auch noch einmal im Gemeinderat präsentiert, in Höhe von insgesamt 85 Millionen Euro. Für was soll denn dieses Geld konkret genützt werden? Wir haben uns mehrere Schwerpunkte in dieser ersten Phase gesetzt. Es geht einerseits um den Gesundheitsschwerpunkt, es geht um Wirtschaft, es geht um Logistik, es geht um Mobilität und natürlich um Arbeit. Und für all diese einzelnen Bereiche haben wir Schwerpunkte gesetzt. Und wenn ich bei der Gesundheit beginnen darf, hier haben wir mit 50 Millionen ein Rahmenbudget einvernehmlich in der Stadtregierung beschlossen, um eben im Bereich der Messe Wien unsere Betreuungskapazität, wenn notwendig, entsprechend zur Verfügung zu stellen. Und hier werden Personal- und Sachaufwendungen bedeckt werden in den nächsten Wochen und Monaten, falls notwendig. Darüber hinaus natürlich der Wirtschaftsbereich. Hier sind uns die EPUs und die KMUs besonders am Herzen. Wir wissen, dass wir in Wien zu über 95% von diesen Unternehmungen abhängig sind. Und deshalb ist hier ein Notlagenfonds gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Wien eingerichtet worden in der Höhe von 20 Millionen Euro, wo wir nicht rückführbare Zuschüsse zur Verfügung stellen werden und darüber hinaus aber auch Bürgschaften über die WBKG anbieten werden, um hier die Möglichkeit zu schaffen, auch über Finanzierungen
des Bankensektors relativ schnell eine Hilfe anzubieten. Und dann gibt es natürlich auch im Logistikbereich und im Mobilitätsbereich Themen. Hier darf ich erwähnen, dass wir einen 50-Euro-Gutschein für alle über 65 ausstellen. Das sind rund 300.000 Wienerinnen und Wiener, die die Möglichkeit bekommen sollen, eben hier von A nach B in kurzer Zeit schnellstmöglich zu kommen. Und das ist insbesondere eben für die Altersgruppe ab 65, glaube ich, ein wichtiges Zeichen, hier mobil bleiben zu können. Und darüber hinaus geht es aber auch darum, dass wir im Bereich des Homeoffices Fortschritte machen. Wir alle kommunizieren ja in diesen Tagen immer intensiver über Videokonferenzen und arbeiten mit Tablets und PCs. Hier haben wir über die Wirtschaftsagentur 6 Millionen bereitgestellt in Summe, um eben auch EPUs und KMUs zu unterstützen. Bis zu 10.000 Euro werden hier Hard- und Software-Themen abgedeckt und eine Förderquote von 75% stellt wirklich eine rasche und unbürokratische Hilfe sicher. Und so gibt es darüber hinaus noch einige andere Maßnahmen, die zu erwähnen sind. Auch die Aufhebung des Kurzparkbereichs in Wien und die Ermöglichung von über 35.000 Garagenplätzen zu 5 Euro Pauschalpreis pro Tag sind wichtige Zeichen und sollen den Wienerinnen und Wienern diese schwierigen Tage und Wochen erleichtern. Aber braucht es im Endeffekt nicht trotzdem deutlich mehr Geld? Wird es da ein zweites Hilfspaket geben müssen, Ihrer Meinung nach? Wir sehen uns das in diesen Tagen und Wochen genau an und wir sind auch bereit, weitere Schritte zu setzen, wollen aber natürlich auch sehen, wie das jetzige Angebot vom Markt angenommen wird. Aber wir werden nicht zögern, hier auch weitere Hilfspakete zu schnüren. Wenn diese Gesundheitskrise hoffentlich dann irgendwann mal, wann mal vorbei ist und wir das Coronavirus erfolgreich bekämpft haben, brauchen wir dann Ihrer Meinung nach ein großes Konjunkturpaket? Ich glaube, wir müssen sehr strategisch vorgehen. Wir haben in Wien dafür extra eine eigene Einheit gegründet. Die besten Köpfe der Stadt arbeiten hier zusammen. Das Vienna Economic Council ist eine Einheit von 18 Persönlichkeiten aus der Sozialpartnerschaft, aber auch von Geschäftsführern und Managern dieser Stadt. Und die arbeiten derzeit sehr intensiv daran, hier auch im Sinne der Konjunktur und der Wiederbelebung wichtige Schritte zu setzen. Und wir haben uns hier auch ein Zeitfenster von rund 2 Wochen gegeben, wo wir dann mit entsprechend klaren Strategien auch aufzeigen wollen, wie wir die Konjunktur unterstützen können. Jetzt haben Sie ja eigentlich ein Nulldefizit geplant gehabt. Das wird sich wohl aufgrund der aktuellen Situation nicht ausgehen. Mit was für einem Defizit rechnen Sie denn mittlerweile? Einerseits darf ich in Erinnerung bringen, dass wir für 2019 dieses Nulldefizit bereits erreicht haben, ein Jahr früher, als wir es uns vorgenommen haben. Derzeit stehen aber die Gesundheitsthemen im Mittelpunkt, derzeit steht die Wirtschaft und die Arbeit im Mittelpunkt. Und deshalb ist es wichtig, in diesen Bereichen jetzt zu investieren. Und auch wir werden als Land natürlich einen wichtigen finanziellen Beitrag leisten, um diese wichtigen Themen abzudecken. Aber es wird ein Minus geben heuer im Budget, oder? Ich glaube, das ist ohnehin wahrscheinlich allen klar. Das ist momentan für mich nicht im Vordergrund stehend. Für mich ist die Hilfestellung jetzt im Vordergrund und wir werden alles tun, um hier niemanden zurückzulassen und für die Wirtschaft, aber auch für die arbeitende Bevölkerung natürlich alles zu tun, um hier schnellstmöglich bessere Zeiten zu sehen. Die Arbeiterkammer fordert heute in einer Aussendung eine Mietstundung für Unternehmerinnen und Unternehmen in Wien. Wie sehen Sie das? Soll es so etwas geben? Ich glaube, dass wir, wie anfangs schon gesagt, wir alle sehr eng zusammenarbeiten müssen und Stundungen sind sicher eine Möglichkeit, hier zu helfen und wir werden auch über Wiener Wohnen alles tun, um hier einen klaren Beitrag für die Wirtschaft zu geben. Könnten Sie sich vorstellen, die Gebühren auszusetzen in Wien?
Wir denken darüber auch nach, aber sehr gezielt. Wir sind bei den Schanigärten zu dem Entschluss gekommen, hier keine Vorschreibungen zu tätigen, um hier auch keine zusätzlichen Belastungen künstlich jetzt aufzustellen, sondern wir werden weiterhin schauen, dass wir auch im Gebührenbereich klar die Wirtschaft im Fokus haben und die Arbeitsplätze in Wien, und die sind uns besonders am Herzen, und deshalb werden wir alles tun, um hier auch als Stadt im Bereich der Gebühren einen Beitrag zu leisten. Herr Stadtrat, vielen Dank, dass Sie Zeit gefunden haben für uns. Wir machen eine ganz kurze Werbepause und dann sind wir gleich wieder zurück hier bei Fellner Live.